Zum Thema Zahlenmengen. Um die Quantität ihrer Schafe bestimmen zu können, benötigten die Hirten damals schon die natürlichen Zahlen. Und so ist die Menge n entstanden, die Menge aller natürlichen Zahlen. Alle natürlichen Zahlen werden geschrieben anhand dieser 10 sogenannten arabischen Ziffern. Es gibt eine ganz spezielle Art natürlicher Zahlen, das sind die Primzahlen. Eine Primzahl ist eine Zahl, die genau 2 verschiedene Teile hat. Wie zum Beispiel die 7. Man kann 7 nur durch 7 und durch 1 teilen, damit die Antwort eine natürliche Zahl ergibt. 7 ist also eine Primzahl. Die 1 ist keine Primzahl. Denn 1 hat nur einen Teiler. Kommen wir jetzt zur Menge der ganzen Zahlen. Wenn's im Winter 5 Grad kalt ist und die Temperatur noch um 7 Grad sinkt, dann ist es minus 2 Grad kalt. 5 minus 7 ergibt also minus 2. Minus 2 ist keine natürliche Zahl, aber minus 2 ist eine ganze Zahl. Die Menge der ganzen Zahlen bezeichnet man mit Z. Das ist also diese Menge. Und wir sehen hier, dass alle natürlichen Zahlen auch ganze Zahlen sind. Deshalb sagen wir, die Menge n sei eine Teilmenge der Menge Z. Diese Menge Z stellt man auch durch einen sogenannten Zahlenstrahl geometrisch dar, auf dem diese ganzen Zahlen in aufsteigender Reihenfolge von links nach rechts eingezeichnet sind. Um in Z zu rechnen, beginnt man immer bei 0. Die 0 ist also der Startpunkt. Nach rechts wird Plus gerechnet und nach links wird Minus gerechnet. Zum Beispiel, um 5 plus 7 zu rechnen, starten wir bei 0. Zuerst kommt die Zahl plus 5, wir fahren also um 5 nach rechts und dann kommt noch die Zahl 7 hinzu, also plus 7. Von hier aus fahren wir also 7 weiter nach rechts und kommen so zur Zahl 12. Schauen wir 5 minus 7. Wir starten wieder bei 0. Die 5 selbst ist positiv, also zuerst 5 nach rechts, dann sind wir da. Und dann kommt minus 7. Also von da aus fahren wir um 7, aber nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann sind wir bei minus 2. 5 minus 7 ergibt also minus 2. Schauen wir minus 5 minus 7. Wir starten bei 0, zuerst fahren wir nach minus 5, also um 5 nach links, dann sind wir bei der Zahl minus 5, und dann noch um 7 weiter nach links, minus 5 minus 7, so stoßen wir auf die Zahl minus 12. Schauen wir noch diese Rechnung, minus 5 plus 7, wieder starten wir bei der 0, zuerst minus 5, wir fahren nach links bis da, und dann plus 7, also von da aus fahren wir um 7 nach rechts, 5, 7. So stoßen wir auf diese 2. Minus 5 plus 7 macht also 2. Um in der Menge Z zu multiplizieren, geht man so vor. Eine positive Zahl mal eine positive Zahl ergibt eine positive Zahl. Plus 5 mal plus 7 ergibt plus 35. Eine negative Zahl mal eine negative Zahl ergibt eine positive Zahl, wie zum Beispiel minus 5 mal minus 7, das ergibt plus 35. Plus mal minus ergibt minus. Zum Beispiel plus 5 mal minus 7 ergibt minus 35 und minus mal plus ergibt minus. Zum Beispiel minus 5 mal plus 7
ergibt minus 35. Um das richtig zu verstehen, kann man's wieder vergleichen mit Temperaturen. Wenn's zum Beispiel minus 7 Grad kalt ist und die Temperatur wird 5-mal kälter, so sind wir bei minus 35 Grad. Wenn aber die Temperatur zum Beispiel bei plus 7 Grad liegt und die Temperatur wird 5-mal größer, dann sind wir bei 35 Grad. Minus mal minus, wieso ergibt das 35? Weil plus mal minus minus ergibt und das entgegengesetzte von minus ist eben die Zahl plus. Wenn man ein Ganzes in Teile zerlegen möchte, dann braucht man rationale Zahlen, das heißt Zahlen, die man in Form eines Bruches von zwei ganzen Zahlen schreiben kann. Wie zum Beispiel 1 geteilt durch 8, das macht 0,125, und diese Zahl kann man als Bruch von zwei ganzen Zahlen schreiben. Auch die Dezimalzahl 0,75, das macht 3 Viertel. Auch wenn die Dezimalzahl periodisch ist, kann man sie in Form eines Bruches von zwei ganzen Zahlen schreiben. Sogar wenn die Dezimalzahl periodisch ist und trotzdem hinter dem Komma Ziffern stehen, die der Periode nicht angehören. Auch solche Zahlen kann man in Form eines Bruches von zwei ganzen Zahlen schreiben. Diese 4 Zahlen sind also rationale Zahlen. Gibt es auch Zahlen, die nicht rational sind? Antwort ja, wir werden sofort eine herstellen. Dazu zeichnen wir ein Quadrat mit Flächeninhalt 1. Dann muss die Seitenlänge des Quadrats ebenfalls 1 betragen und dieses Dreieck passt 2-mal in dieses Einheitsquadrat. Dieses Dreieck passt aber 4-mal in dieses Quadrat hinein. Was also bedeutet, der Flächeninhalt von diesem Quadrat ist genau doppelt so groß wie der Flächeninhalt von diesem Quadrat. Also ist der Flächeninhalt von dem größeren Quadrat genau 2. Und deshalb muss die Seitenlänge von diesem größeren Quadrat eine Zahl sein, deren Quadrat genau 2 ergibt. Das heißt, diese Zahl mal sie selbst ergibt 2. Diese Seitenlänge, diese Zahl nennt man Quadratwurzel von 2. Und die Quadratwurzel von 2 kann man nicht in Form eines Bruches von zwei ganzen Zahlen schreiben. Die Quadratwurzel von 2 ist also nicht rational. Man sagt, sie sei irrational. Die Kreiszahl Pi ist ebenfalls eine irrationale Zahl. Sie ist definiert als Verhältnis vom Kreisumfang zum Kreisdurchmesser. Was bedeutet? Die Länge der Kreislinie ist genau Pi mal die Länge des Kreisdurchmessers. Und so entsteht also die Menge aller reellen Zahlen, das heißt aller rationalen sowie auch irrationalen Zahlen. Die Menge R ist also die Menge aller reellen Zahlen. Wir erkennen hier also, dass die Menge n eine Teilmenge der Menge z ist, die Menge z wiederum ist eine Teilmenge der Menge q, denn man kann jede ganze Zahl in Form eines Bruches von zwei ganzen Zahlen schreiben. Zum Beispiel die ganze Zahl minus 5 können wir schreiben in der Form minus 5 geteilt durch 1, also ist minus 5 rational. Und aus dem Grund sind alle ganzen Zahlen rationale Zahlen. Deshalb ist die Menge z eine Teilmenge der Menge q und die Menge q wiederum ist eine Teilmenge der Menge r. Man schreibt das so, die Menge n ist eine Teilmenge der Menge z, die Menge z ist eine Teilmenge der Menge q
und die Menge Q ist eine Teilmenge der Menge R. In dieser Zeichnung hat jede reelle Zahl ihren Platz. Zum Beispiel die Zahl 3 gehört in die Menge N. Wir schreiben, 3 ist ein Element der Menge N. Die Zahl minus 4 ist eine ganze Zahl, aber keine natürliche Zahl. Also gehört diese Zahl zur Menge Z, aber nicht zur Menge N. Wir schreiben, die Zahl minus 4 ist ein Element der Menge Z ohne die Menge N. Die Zahl 2 Drittel, die gehört zur Menge Q, aber nicht in die Menge Z hinein. Die findet also ihren Platz hier. Und die Zahl Quadratwurzel von 5 ist eine reelle Zahl, aber sie ist irrational. Ihr Platz ist also da. Auch auf dem Zahlenstrahl aller reellen Zahlen findet jede reelle Zahl genau ihren Platz.